Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und da hinten ist irgendetwas. Und das hier ist eventuell die letzte Sammelfolge. Denn wir haben nicht mehr viel, wie wir sehen. Das ist eigentlich fast alles. Das ist alles, was wir hier noch sehen. So, und ich würde sagen, wir machen einfach so weiter. Wie bisher auch immer. Fallen dann in sowas rein. Die Folge beginnt direkt damit, dass sie in einen Baumstumpf fallen, wo wir nicht mehr rausgekommen wären. Cool. Da hinten sehe ich doch wieder Spinnen. Das ist scheiße. Nicht, weil ich Spinnen hasse, das auch. Weil diese Spinnen halt stark sind. Da. So, lange Fluglaufbahn. Oh, schwer natürlich. Du musst alles damit einberechnen. Das ist aber schwer. Okay. Okay. Ich sehe natürlich nichts, das ist das Problem. Das ist das ganz große Problem. So, und jetzt bin ich dem Dingern schon zu nah für meine Verhältnisse. Oha. Viel zu nah für meine Verhältnisse, viel zu nah. Da waren ja anscheinend irgendwo noch zwei Gegner. So, da ist was. Das ist auch hier. Anscheinend auf dem Radar zu sehen. So. Das ist auch anscheinend irgendwo auf dem Radar zu sehen. Da hinten. So. Ich glaube, hier ist es halbwegs sicher. Sagt er und wird wahrscheinlich gleich irgendwie getötet. Jetzt würden wir einfach so nicht wundern. Da unten sind gleich zwei Dinger gleichzeitig. Okay. Oma! Wo kommst du denn her? Habe ich mich erschrocken. Alter. Habe ich mich erschrocken. Meine Fräse von CNC. Boah, Alter. Alter Verwalter, holy moly. Ich glaube, dich habe ich gesehen, kann das sein? Da ganz am Anfang der Folge. Wo ist denn noch ein Gegner? Wo ist da doch noch was? Hä? Ja, hallo. Ach, hi. Na gut. Da sah ich jetzt mal nicht das Problem. Das dürfte, ja, gerissen sein. So.
Euch krieg ich auch. Jo, gar kein Problem. Vor allem dieses schön, dieses Dauersprinten zieht eigentlich auch immer durchgehend die ganze Gesundheit. Das ist auch immer super. Okay. Kann es sein, dass bei größeren Gegnern der nur von der rechten Seite ausschlägt? Oh, ich bin wieder ein Level hoch. Ist so mittlerweile so, ja, ne? Ist halt so. Da ist irgendwie ein Häuslein. Das möchte ich mir gerade noch erkunden. Das da, das kaputte Ding. Wenn ich nicht glaube, dass hier viel ist, außer ein paar Gegner. Alte Hütte. Morgen! Oh, Scheiße, denke ich mir auch. Meine Güte. Was ist da? Das hast du dir wirklich. Das hast du dir wirklich. Nichts sonst, was irgendwie von irgendeinem Art wert wäre. Also laufen wir weiter in diese Richtung. Wo direkt zwei Dinger so in unmittelbarer Nähe aufeinander treffen. Einer anscheinend sogar mit Questmarker. Da sind noch ein paar Wölfchen. Seid ihr Schneewölfe oder normale? Normale tatsächlich. Okay. Ein Nürnwurz. Kann man immer gebrauchen. Ich weiß nicht, zwar nicht wofür, aber kann man immer gebrauchen. Das ist es doch, oder? Worauf es ankommt. Das andere ist direkt da oben. Das ist auch mies, ne? Du denkst natürlich, klar, wenn du das eine gesammelt hast, dass das andere nicht hier direkt ist. Das ist schon irgendwie sehr mies, finde ich. So, und eigentlich muss ich direkt jetzt hier wieder zurück, oder? An der alten Hütte vorbei, bis dahin. Okay. Gut. Macht nix. Muss ich vielleicht bis in die Schneeregion? Wäre nämlich auch kacke irgendwie. Ich will nicht nochmal in den Schnee. Ich will in den Wald. So. Wie genau kam ich jetzt hier? Gar nicht wahrscheinlich. So. Wahrscheinlich kam ich da gar nicht normal hoch. So, müsste da eigentlich gleich irgendwie hinkommen können. Hallo. Das ist so mies. Hallo. Eigentlich nicht mehr eine Chance, ne? So, irgendwie, aber irgendwie ist auch hier auf der anderen Seite was. Das ist ein bisschen blöd. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich mache erstmal den hier, den großen. Mit Marker.
Der ist so nah. So. So. Was haben wir denn da? Eine Eispranke. Okay. Und dann kann ich ja mein sekundäres Navigationssystem nutzen. Mich kurz hier hinbringen. Auf diese Burg anscheinend. So. Ja, das dürfen wir locker alle nächsten Dinger schaffen. Alter, ist das eine große Burg. Aber da waren wir anscheinend schon mal. Schloss Dalgalá, ja klar waren wir das schon mal. Ja. Dalgalá, circa 100. Ist storyrelevant. Storyrelevant as fuck, müsste man eher sagen. Ja, natürlich. Ja, ich weiß, wo das war. Was das war. Da, wo wir mit der Kalia hingingen. Da war das. Wieso komme ich jetzt nicht da rein? Hallo? Was soll das? So, hier ist alles explodiert. So, da kann man nicht rein. Da, wieso komme ich nicht da rein? Da mussten wir doch vorher diesen Kampf machen, weiß ich. Wo dann alle wiederbelebt wurden und so. Ich erinnere mich noch ganz normal. Schöne Musik auch wieder hier übrigens. Oh. Ein paar Buratten, gut. Auch nicht das große Problem. So. Aber das hilft uns nicht so viel. Weil ich muss hier rein. Ja, super. Was macht man da denn jetzt? Warte. Ich weiß nicht, wie ich das genau suchen kann. So, Rahmen der Hauptquest, ja, ich weiß. So. Da kann ich vielleicht irgendwie ja, da war ich ja gerade schon, aber bringt uns alles nix. So, das ist das Problem. Wie komme ich jetzt hier rein?
Ja, das ist die Quest, aber so. Ja, das Ding ist, ich soll ja diesen Schlüssel hier finden. So. Den habe ich ja eigentlich schon. Ich kann ja diese Vision nicht nochmal haben, ist das Problem. Ich komme da ja nicht rein. So, was? Okay. So, das Problem ist, ich würde mich gerne in dieses Schloss TP'en. Aber das Problem ist, kenne den Befehl nicht. ZMQ ist ja nur die Main Quest. Teleport. Cheat. Skyrim. Enderal. So, ich. Das will ich ja alles nicht. Ich will mir ja nur hier rein TP'n eigentlich. Set Talent Point. Nein. Carry Weight. Player at Items. Will ich alles nicht. Ich brauche ja auch gar nicht eigentlich. TCL, TGM. Kuwait, ZZ. Ich will nix setten. XP. Guck. Ja, mit COC komme ich schon mal weit, aber wieso? So. Das Problem ist, sowas gibt es hier, glaube ich, nicht. Ich will nicht in die Arena.
Nostalgala. Enderal Wiki. So. Ich könnte mir, klar, könnte mir, Help Galar. Okay, Castle, Cell, das ist eine Cell. Location. Ne, die Schlüssel brauche ich nicht. NPCs, Usage. Help Quartiere. Gib mir das weiter. Talgard Quartiere, da brauche ich nicht. Salt. Headquarters. Sonnentempelquartiere. Help Dal Gala. Komme ich da weiter? NPCs. B-Type Armo. Nee. Help Schloss. COC 000 EAD 7B. Das ist blöd. Unlock. Lock. Jetzt komme ich hier echt nicht rein und verliere dadurch wirklich so ein... Das kann doch echt nicht sein, oder? Das kann doch wirklich nicht sein. Ey, Junge, was ist das denn? So. So, warte mal. Nordwindmine. Teleportbefehl. Teleport Skyrim. Das ist COC. Okay, nee, ist richtig. Kork, Schloss Dalgala. Das ist Kork Windhelm. Bin ich in Windhelm oder was? Super, dieser Befehl bringt einfach so gar nichts. Geil. Wenn ich hier reingehe und das... Nee, auch nicht. Das ist halt das Problem.
bringt absolut nichts, wenn ich hier nicht weiterkomme. Dull. Gala. Wow. Dull Gala. So. Castle. Ich würde gerne in dieses Ding reinkommen. Es ist wirklich nur diese Tür, an der ich scheitere. So. Ich habe doch einen Schlüssel. Oder nicht? Ich kann ihn vielleicht auch. Das geht nicht. Hauptdalgala. So. Nee. Hauptquartiere. So. Place at Player Skyrim. Ich will nicht Move tun. Jeder braucht alles nicht. Player.placeatme 0e489a. Wo ist er? Ach, das kann doch nicht sein. So. Door. Es ist scheiße gerade. Es ist echt scheiße gerade. So, Transport to haha.
So, noch ein kleines Save, ne? Dann will ich alles nicht. Sync Batch Files. Player.equip item at to faction. Show waste menu. Warte mal, was ist, wenn ich das hier mache? Activate. Könnte ich bitte diese Tür nutzen? Ja, die Scheiße geht nicht. Ich komme nicht in diese verfickte Burg rein. Ja, ich komme nicht da rein. Super, geil, toll, mal wieder. Ich, was mir noch einfallen würde, ist, ob es hier einen Hinterausgang gibt oder so. Irgendwie, irgendwo was, wo man von hinten da reinkommt. Und sei es eigentlich nur für Script Only. Das ist ja mal wieder so ein typisches Beispiel für diese Beschissenheit von scheiß Drecksenderal. So. Was ist das hier? Das ist mal wieder nichts, okay. So. Hier ist kein Eingang. Schade. Ja. Da muss ich nichts zu sagen. Das ist halt der größte Drecksmüll, den die jemals released haben. Schade eigentlich. Wirklich schade. Ich habe 15, 20 Minuten jetzt hier dran gesessen. Das ist so ein Drecksgame mal wieder. Hat sich mal wieder bewiesen als richtiges Dreckshurenspiel. Weil super, wenn man nicht in alte Räumlichkeiten kann, in die man... Wow. Wow. Stables. Wo ist hier? Küche. Bringt alles nichts. Das sind alles nur Nebenräume. Nordwindmine. Schmiede. Ja, da kann ich mal nicht rein. Das ist super. Finde ich super toll. Finde ich echt klasse. Finde ich echt super. Hat mir mal wieder den ganzen Spaß genommen. Ach, weißt du was jetzt? Jetzt habe ich wirklich keine Lust. Jetzt mache ich das alles nur noch im Wash.
Jetzt mache ich einen Wash. Jetzt hat es mir gerade die Lust genommen. Jegliche. Wirklich jegliche. Also sorry, das ist so, das ist halt, das hat's halt kaputt gemacht gerade. Das hat's halt gerade wirklich kaputt gemacht, leider. Schade. Hätte besser sein können. Aber das wollte das Spiel nicht anders. Na, weiß ich auch nicht, was ich dazu, was man dazu sagen kann. Das ist halt einfach Dreck. So. Schade, schade, schade. Ich würde im Spiel so gerne reindrücken, dass es niemand drunter mehr runterlädt. Man soll den ja auch angeblich spenden können. Sorry, aber ne. Ich spende für was Gutes und nicht für sowas. So. Es ist einfach. Ne. Nettes Gimmick, das war's. Dieses Spiel. So. Ich habe mich eigentlich ein bisschen gefreut auf die letzte Sammelfolge, weißt du, so ein bisschen alles Revue passieren lassen, aber ganz ehrlich, eigentlich hätte ich es erwarten müssen. Eigentlich hätte ich es erwarten müssen, dass es auch nicht anders wird als sonst. Immer jedes Mal Enderal. Es ist, sie können es halt einfach nicht besser. Sie können es halt einfach nicht besser. Und tja. Was muss man sich dann antun? Keine Ahnung, warum jetzt auch schon wieder meine Ausdauer runtergeht. Ich bin im TGM-Mode. Na gut, was soll das auch schon? Hört sich im Spiel anders sein. Wer bist du? Grotesker Verlorener, ist mir egal. Ist mir relativ komplett egal. Jetzt sammle ich das Ding ein, was einfach so hier rumliegt. Es scheinen ja alle irgendwie ein bisschen nah zu sein. Tiefgräber-Siedlung, okay. Sehr schön.
so viel Potenzial einfach verspielt von Enderal. So unfassbar viel Potenzial verspielt. Ich gehe jetzt übrigens nur noch die Questmarker ab, hier diese drei. Ich weiß nicht, warum da so viele auf der Karte noch sind, keine Ahnung. Und dann versuche ich irgendwas Riskantes. Aber vielleicht klappt das ja. Wo darf ich gerade hin? Also nach hier oben. Es wird halt, glaube ich, wirklich mit schlechter. Das ist so ein bisschen schade bei einem Spiel, wenn das mit der Dauer echt schlecht wird. Das ist, sonst entwickeln sich solche Spiele, aber nein, das hat sein ganzes gutes Potenzial am Anfang und dann so in einem Teil zwischendurch gehabt. Ich will gerade noch kurz das hier aufdecken. Alt Initia. Oder Injat, Alt Injat. Old Injat. Mal wieder sehr interessant, was es hier so alles gibt. Und wo komme ich da hin? Alles Alt-Injat, Alt-Injat, Alt-Injat. Vielleicht sind ja mehrere drin. Ist auch schade, eigentlich. Ich hätte mir jetzt alles angucken können. Nein. Wow. Okay. Da ist der eine Eingang. Wo ist der andere Ausgang? Das sind ja wieder so schöne Orte, ne? Prinzipiell. So Dungeons, die man mal erkunden will. Alles so. So, da haben wir eins, da haben wir eins, da haben wir eins. Das ist diese Burg? Nee, das ist gar nicht die Burg. Das ist die Dalgalar-Burg. So, dann gehen wir noch zu dem hier. Keine Ahnung, ob ich da schon war. Bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Die Feuerbälle fällt mir gerade auf, fliegen schon weit, ne?
das das da unten? Diese riesige Burg ist auch interessant, wie viele so wirklich riesige Konstrukte es in N3 gibt. Potenzial von der Map her gut. Sehr gut, nein, perfekt vielleicht sogar. Diese, nein, das nicht. Nein, 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 revidieren, revidieren, revidieren. Die Map ist nicht perfekt. Dafür ist die, nein, die ist alles andere als perfekt. Die Map ist scheiße. Die Map ist wirklich riesiger Rotz. Das, was gut ist an der Map, sind die Dungeons. Wie sie alle unterschiedlich sind. Das ist das, was gut an den Dungeons ist. Ja. Wenn man sich in so einem Ding befindet, ist es immer am besten. So. Okay. So, noch ein magisches Konstrukt. So. Au. Wo? Ach da. Boah, dieses, ich hatte es so verfluchen, dieses automatische Laufen, ne? Einer der größten Rotzrötze, die es auch jemals gab. Dieses automatische, drecksverfickte Uhrenlaufen. Fortress Rock Watch. Was ist 6x4? 6, 12, 28, 4. Ne, 6, 12. 18, 24. Ah ja, okay. Oh. Ist halt das Problem, ne? Wieder die Dungeons schön. Alle prinzipiell schön, aber was bringen sie mir, wenn halt, wenn der Weg, der dahin führt, sag ich mal, ziemlicher Rotz ist halt. Damit meine ich nicht den wirklichen Laufweg, sondern das Game. Was sich ein Mensch antun muss. So. Damit dürfte ich doch fast alles haben. So, wo ist jetzt dieser, der einen zur Quest bringt? Nicht complete the quest.
Move to Quest Target. Move to QT. Ist das das? So. Weißt du, anstatt dass du einfach so eine übersichtliche machst, ist halt nicht. ECL, nein, das will ich nicht. Fuck, nein, Move to Player. Eine Kamera, Unlock, Sack. Stage Show. Okay, Show Quest Targets. So. Ist drei Current Targets. So. Gut, nee. Guck. 00020A81. Geht das? Player.move2. Gibt es das? Okay. Player.move2 00020A81. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Hi, ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Ach, guck mal, in der Dalgalah. Aha. Dann werde ich sie doch noch alle los. 00038430. Wüsste gerne, wo ich dann alles bin. So. Wahahaha. Ich mache mal das TCL und das TGM geradeaus. Was habe ich jetzt gerade gemacht? TG. So. E.
Wo bin ich hier? Ich kenne ach diese Höhle da, wo wir dieses diesen Verrat mit dem Gold da, stimmt. So, Player, ich speichere lieber. Player.move2000946AA. Wo kommen wir jetzt hin? Das klappt anscheinend wenigstens. Immerhin. Shoutout an die Skyrim-Entwickler an dieser Stelle. Ihr habt einen guten Konsolenbefehl eingeführt. Kein Shoutout an die Shure AI, Leute. So, Magical Symbols habe ich geschafft. Hilfe, ich brauche ein TCL. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich? Alt Jogosch. 10.000 Erfahrungspunkte, Alter. Scheiße. So. Move to. Show Quest Target. So. Player.move2000036A6A. Oh mein Gott, was? Hi. Hi. Wieso habt ihr mich sofort gesehen? Ey! Okay. Schnell hier weg. Okay. Ja, man weiß nie, wo man landet, ne? Das ist wie der unwahrscheinliche Unwahrscheinlichkeitsdrive. So. Wo bin ich jetzt? Wo zur Hölle bin ich? Auf der Halbmondinsel. Deswegen kam ich da nicht hin. Super von dem Spiel. Super mal wieder. Und dann auch noch an so einer dreckigen Kackstelle, wo man dich nie hinfindet. Super Spiel. Das habt ihr echt gut gemacht, Enderal. Ich sehe das so ein bisschen als ausgleichende Gerechtigkeit an, was ich hier mache. Wo bin ich hier? Castle Dalgalla. Okay. Interessant. Wo bin ich hier? Hi. Ich habe die Eisklauen bestanden. Ich hab so eine Idee. Das können mir bestimmt helfen. Oh oh. Ha! Das hat ja geklappt. Mein Spiel ist gleich abgestürzt. Oder stürzt gerade ab. Jetzt super. Geil. Macht nix. Das darf mittlerweile auch abstürzen.
Wo bin ich hier? Wo zur Hölle? Wieso hat diese Karte... Keine Ahnung. Show Quest Targets. Player.move2000358255. Wo komme ich jetzt hin? Es müsste ja eigentlich ein Gegner sein, ne? Ich habe Angst. Wo ich lande. Ho! Hä? Oder auch nicht. Ich hab's geschafft, Leute. Ich bin wieder in der normalen Welt, denke ich. Ich bin wieder in der normalen Welt. Ja, wir machen eine Cut. Bis dahin. Und, tut mir nochmal leid für alles, was so geschehen ist. Macht's gut.